Viele Leute stellen sich die Frage, sollte man eine Rolex-Uhr kaufen? Und in diesem Video werde ich jetzt, weil ja die Nachfrage einfach hoch war zu diesem Thema, einfach mal erklären, was sind jetzt die Vorteile bezüglich dem Aktienmarkt einer Rolex oder was ist jetzt besser? Also wenn du jetzt ein Kapital hast, ja, dann stehst du ja vielleicht vor der Frage, wenn du vielleicht 50 oder 100.000 Euro hast, soll ich jetzt einen Teil in Uhren investieren? Soll ich das Ganze in den Aktienmarkt investieren? Weil in dem Video mit Kai von Watchwise, ja, hat man ja eben schon gesehen, dass er gesagt hat, er sieht es nicht als Investment und ich habe mal mir wirklich die Zeit genommen und ganz klar definiert, was sind die Vorteile von einer Rolex oder generell von Luxusuhren, was sind die Nachteile und dann auch auf der einen Seite, was sind die Vorteile von Aktien und die Nachteile und dann am Ende des Videos eben auch noch ein Fazit, wie du das für dich umsetzen kannst. Viel Spaß beim Video und ich würde auch sagen, wir fangen direkt an. Also, ich habe hier natürlich Rolex mal so als exemplarische Uhrenmarke genommen, weil die meisten Leute auch eben Interesse haben an dieser Marke und die auch in der Vergangenheit extrem wertstabil war. Und der erste Vorteil, ja, von einer Luxusuhr wie Rolex ist eben, du hast etwas zum Anfassen. Ja? Also wenn du Spaß an dem Thema hast, dann kannst du damit was anfangen. Das bereitet dir auch eben Freude. Und ich sag mal so, das hast du jetzt bei Aktien nicht unbedingt. Natürlich können Aktien auch Freude bereiten, ja, aber du hast jetzt nichts, was du aktiv irgendwie nutzen kannst bei einer Aktie, wo du wirklich auch, ja, Spaß dran hast. Wie gesagt, wenn du eine Rolex jetzt rein als Investment siehst und sie irgendwo im Bankschließfach versteckst, ja, dann hast du wahrscheinlich auch keinen Spaß dran. Aber wenn du sie trägst im Alltag, ist es natürlich ein ganz klarer Vorteil. Und auch im zweiten Punkt, wenn du Spaß am Thema hast, ja, ist das halt etwas, was dir Freude bringt. Und wo ich zum Beispiel sage, mir ist das extrem viel wert, weil ich Uhren generell einfach extrem schön finde, mag und es gar nicht nur darum geht, irgendwie die Uhrzeit abzulesen, das kann ich auch von meinem Smartphone, sondern das einfach für mich ein tolles Accessoire ist, womit ich eben Freude habe. Und der dritte Punkt ist eben, du hast bei den meisten Modellen, mittlerweile auch bei Rolex, einen sehr, sehr guten Wertspeicher. Das heißt, beispielsweise diese GMT Master, die liegt ungefähr zwischen 13.000 und 14.000 Euro. Das ist eben eine schöne Sache, weil du kannst nicht mal eben sagen, ah, okay, ich nehme mal 500 Euro raus und ich verkonsumiere das halt eben. Also für viele Leute ist das eine schöne Möglichkeit, eben einen guten Wertspeicher zu haben, weil du kannst eben nicht mal kleine Beträge, was viele Leute eben auf dem Sparbuch mal immer wieder machen, sie haben 20.000 Euro da liegen, nehmen mal wieder 1.000 Euro für irgendwas und ja, so wird kein Vermögen aufgebaut. Das ist eben ein extremer Vorteil, wie ich finde. Und ja, viele Uhren steigen mittlerweile eben im Preis. Und das ist natürlich auch das Argument, warum viele auch sagen, hey, das ist ein Investment. Und natürlich, ja, wenn du eine Uhr kaufst, wie zum Beispiel die GMT für 10.000 und sie steht jetzt irgendwie 3.000, 4.000 Euro höher, kann man jetzt nicht sagen, dass das ein schlechter Deal war. Aber ich werde dir auch gleich noch mal erklären, warum ja, das nicht das allerbeste Investment ist, was du tätigen solltest. Und vor allem nicht, wenn du am Anfang bist, ja, und du hast noch nichts für deinen Vermögensaufbau gemacht, dann solltest du damit eben aufpassen. Aber das ist natürlich für viele eben ein Argument, eben zu sagen, hey, man kauft quasi ein Konsumgut, ja, weil es ist ja jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt ein reines Investment, weil es bringt vielen Leuten ja auch eben Freude und es ist ja schon irgendwo ein Konsum, ein Luxuskonsum. Es braucht niemand, es ist überflüssig, aber wenn man Spaß dran hat, wie gesagt, Freude und Spaß, ja, dann ist es für mich etwas, was man machen kann. Und ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu den Nachteilen, ja, wo viele Leute natürlich die Uhren lieben, nicht so gern drüber reden. Ich musste ehrlich gesagt auch mal nachdenken, was sind jetzt überhaupt die Nachteile. Ja, ich würde am liebsten auch jeden Monat irgendwie eine neue Uhr kaufen. Das geht natürlich nicht. Es hat aber auch effektiv ein paar Nachteile. Ja, und sogar vielleicht in manchen Fällen mehr Nachteile als Vorteile, das schauen wir uns jetzt an. Erster Punkt, es bringt dir halt keinen Cashflow. Ja? Also im Gegensatz zu Aktien oder Immobilien hast du keine laufenden Cashflows bei Uhren. Und wenn du das Geld, ja, ob das jetzt 10.000 Euro sind oder du kaufst dir eine 50.000 Euro Uhr, dann liegt das Geld fest und es produziert nichts. Du hast nicht wie bei Aktien beispielsweise ein Unternehmen dahinter, wo ja, etwas produziert wird, wo du wirklich weißt, das ja, ist etwas, was dir dann auch durch die Dividenden eben den Cashflow bringt. Ja, das hast du eben nicht und deswegen fällt das schon raus. Das ist ja bei vielen auch wichtig, dass man irgendwann auch durch passive Einnahmen frei wird. Und ich kenne persönlich niemanden, der rein von Uhren, ja, Investments frei geworden ist. Außer Uhrenverkäufer, die dir immer wieder sagen, ja, dass Uhren ein Investment sind. Das ist natürlich klar. Deswegen verkaufen sie dir die Uhren ja auch, weil sie ja auch im Preis steigen werden. Logisch, oder? Dann Punkt Nummer zwei. Ja, es ist eben sehr schwierig geworden, an gute Modelle zu kommen. Ja, vielleicht hast du es eben schon gemerkt. Du spazierst in den Juwelier rein. Ja, du bist bei Rolex und du fragst, hey, ich möchte eine Rolex Submariner haben. Ich möchte eine Datejust haben. Und sie fangen an zu lachen und sagen, ja, hätte ich auch gerne, aber geht leider nicht. Wenn du Glück hast und freundlich bist, kommst du so
ja, vielleicht mal auf die Warteliste. In dem Interview mit Kai schaut da unbedingt vorbei, erklärt ja, wie man auch heute noch an, ja, Listenpreise kommt, aber es ist schwierig. Also es ist jetzt keine einfache Sache, dass man mal spontan in der Stadt ist und sagt, cool, ich gehe mal rein, ich hole mir mal eine coole Uhr. Das ist leider nicht mehr möglich. Also das erste Mal, als ich so vor einem Juwelier stand, vor 6 Jahren, da hast du sogar noch Rabatt bekommen, ja, auf manche Uhren. Und das ist jetzt vorbei. Und deswegen ist das natürlich, ist die Möglichkeit, schnell an Uhren zu kommen, eigentlich nur sie über den Graumarkt zu kaufen, wo ich finde, dass manche Uhren teilweise schon überbewertet sind. Und das ist natürlich auch ein extremer Nachteil, weil ein Investment, was überbewertet ist, solltest du nicht eingehen, ob es jetzt bei Rolex ist oder bei Aktien ist, da solltest du genau aufpassen. Dann dritter Punkt, wenn du die Uhr extrem gerne trägst, ja, dann wirst du diese Uhr ja auch niemals verkaufen wollen. Das heißt, es ist auch nur ein theoretisches Investment, weil, nehmen wir mal an, du kaufst deine Traumuhr, du trägst sie, ja, du bist einfach Feuer und Flamme, sie steigt und sie verdoppelt sich, dann ist das eine coole Sache. Das ist mega, aber real gesehen ist das ja nur ein theoretischer Buchwert, ja, und du würdest ja erst diesen Gewinn realisieren, wenn du diese Uhr verkaufst. Und das ist eben beim Uhrenthema sehr emotional. Viele Leute würden diese Uhr nicht verkaufen. Ich würde zum Beispiel auch meine GMT würde ich nicht verkaufen. Das heißt, diese 4.000 Euro Gewinn, das ist Theorie. Ja, das würde ich erst dann realisieren, wenn ich sie verkaufe. Und von daher bringen sie mir ja jetzt nichts. Sie bringt mir nicht mehr Freiheit. Sie bringt mir keine Möglichkeiten. Also mehr Freiheit durch Rolex würde nicht funktionieren. Mehr Freiheit durch Aktien funktioniert definitiv. Da kommen wir aber gleich noch zu. Dann vierter Punkt ist eben im besten Fall, ja, wenn du vor allem auch mehrere Uhren hattest oder hast, ja, sollst du möglichst auch über eine Versicherung nachdenken. Ja, zum Beispiel war ich 2021 mit meiner Freundin in Paris und habe ich meine Uhren zu Hause gelassen, weil ich ganz klar gelesen habe, in Paris ist es gefährlich, da gibt es Banden, die sind darauf spezialisiert und man muss sich natürlich auch klar sein, wenn du sowas am Handgelenk hast und in die falschen Eckstraßen gehst, dann kann auch diese Uhr mal, ja, entnommen werden, sage ich es mal ganz freundlich, und es ist etwas, was du auf jeden Fall, wo du aufpassen solltest. Es ist eben nicht so wie bei Aktien, dass du diese Sicherheit hast, dass im Endeffekt deine Aktien, die kann dir keiner klauen. Deine Aktien, das ist heutzutage sehr, sehr gut abgesichert, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das ist auch ein Nachteil, muss man sagen. Und ja, so ist es halt. Und jetzt kommen wir zu meinem Kernthema. Wie gesagt, Fazit zum Uhrenthema, zum Rolex-Thema. Es ist etwas Schönes, aber du solltest es primär nicht als Investment sehen und dich auch nicht belügen und sagen, ja, ich kaufe mir die Uhr jetzt auf Krampf, weil es ist ein Investment, weil sie vielleicht steigt, ja. Sondern du solltest dich vielleicht eher mit Assets beschäftigen, die eher ein Investment sind, primär. Weil Aktien, ja, die haben nichts mit Konsum zu tun. Aber eine Rolex-Uhr, wenn du ganz ehrlich bist, hat schon etwas mit Konsum zu tun. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Was ist das? Aktien natürlich. Und da kommen wir erstmal zu den Vorteilen. Erster Punkt, ja, du kannst dir jederzeit, ja, du kannst dich jederzeit an den besten Unternehmen der Welt beteiligen und es gibt keine Warteliste. Ja. Du musst nicht zum Juwelier gehen, musst ihn fragen, oh, wie sieht das aus? Du kannst dich selbst informieren und kannst jederzeit dich an den besten Unternehmen beteiligen, wenn natürlich alles passt. Und das ist ein ganz klarer Vorteil, der bei einer Uhr heutzutage einfach schwierig ist. Du kommst nicht mehr sofort an viele Modelle ran. Dann zweiter Punkt eben, und das führt ja auch dazu, dass Aktien einen freier machen. Sie können dir eben ein passives Einkommen bringen. Und das ist ja das, was viele Leute auch wollen. Und wie gesagt, ich kenne niemanden. Und du kannst ja auch mal überlegen, kennst du jemanden, der mit Uhren finanziell frei geworden ist? Ich kenne keinen. Aber mit Aktien oder auch anderen Assets, ja, die dir Cashflow bringen, wirst du irgendwann finanziell frei. Weil wenn dein passives Einkommen eben deine Ausgaben übersteigt, dann müsstest du theoretisch nicht mehr arbeiten. Und das ist dann eben das Ziel von vielen Menschen, dass sie dann auch früher in Rente gehen können. Und der dritte Vorteil von Aktien, ja, sie sind wirklich, wenn wir mal ehrlich sind, für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet. Ja. Eine Uhr primär ist für mich, wie gesagt, in meiner Sicht und auch in meinem in meiner Asset Allocation einfach als Wertspeicher, aber vor allem an erster Stelle aus, weil es mir Freude bereitet. Würde es mir keine Freude bereiten, würde ich keinen Cent in eine Rolex investieren, weil es gibt immer bessere Alternativen langfristig. Du kannst ja mal ein 10.000 Euro Rolex Invest langfristig mit einem Aktieninvest vergleichen und wirst du sehen, allein vom Zinseszinseffekt und von den Ausschüttungen wirst du dich wahrscheinlich dann auch für die Aktien entscheiden und nicht für die Uhr. Und dann hast du eben auch bei Punkt Nummer 4, ja, eine stärkere Diversifikation ist eben möglich, weil viele Uhren fangen halt eben im Bereich von leider heutzutage 10.000 Euro, wenn du so anfangen willst in den Anfängermodellen. Mittlerweile ist das halt sehr stark geworden und ja, da brauchst du schon ein großes Kapital, um dein Geld auch irgendwo zu diversifizieren. Der Uhrenmarkt, der kann auch mal wieder abflachen. Ja, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Markt immer steigt. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass die Nachfrage nach Uhren irgendwann vielleicht ein wenig zurückfährt.
Warum die Nachfrage so hoch ist bei Uhren, erfährst du übrigens auch in dem Interview mit Kai, was online ist, kannst du dir gerne anschauen, da erklärt er das Ganze. Und wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann wieder zurückfällt. Und dann haben wir hier tatsächlich noch zwei Punkte. Mir sind sehr viele Vorteile aufgefallen. Ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Aber ja, zum fünften Punkt ist eben, sie machen dich dann auch wirklich finanziell frei mit der Zeit. Habe ich eben auch schon angemerkt. Und es ist eben ein richtiges Investment und nicht als Konsum. Ja, niemand konsumiert Aktien, sondern man macht sich ja Gedanken über das Investment. Und jetzt kommen wir tatsächlich mal zu den Nachteilen. Gibt es überhaupt Nachteile? Ich musste wirklich lange überlegen, was sind die Nachteile von Aktien. Ja, tatsächlich, wenn man das jetzt mal ganz klar mit Rolex vergleicht, wenn man sich die Uhren anschaut, ist natürlich ein gewisser oder ist wenig Volatilität da. Du hast nicht den Chart, den du dir den ganzen Tag anguckst. Es gibt zwar auch so Apps wie Chrono24, wo du nachschauen kannst, wie die Uhr sich entwickelt, aber bei Aktien hast du natürlich höhere Schwankungen, eine höhere Volatilität und du hast natürlich auch mal sehr starke Crashes. Bei Aktien kann es sein, dass der Aktienmarkt mal 30%, 40%, 50% oder 60% im schlimmsten Fall einbricht. Und da denke ich, das hast du bei Uhren halt nicht. Und das ist eben auch ein Vorteil von Rolex-Uhren, wo ich sage, hey, du hast einen Teil in deiner Asset Allocation, der dir Spaß bringt und der sehr, sehr konstant ist, wo du halt kaum Bewegung hast, wo du weißt, wenn du da gut zu einem guten Preis reinkommst, dann sind diese 10.000 Euro 10.000 Euro, die bewegen sich nicht, die gehen langsam nach oben mit und mit. Es gibt immer wieder Preiserhöhungen bei Rolex und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlecht als Beimischung, aber wie gesagt, primär nicht als Investition, sondern als Beimischung in der Asset Allocation. Und dann natürlich, zweiter Punkt, bei Aktien musst du viel mehr Wissen aufbauen, meiner Meinung nach, ja, weil bei Uhren, ja, musst du einfach mal schauen, was sind die geläufigen Modelle. Das ist jetzt nicht so viel vom Wissen her, ja, wie beim Thema Aktien, da musst du dich eben schon auskennen. Und das ist eben ein Nachteil, ja, du brauchst eben Prozesse, du musst eben wissen, wie man die richtigen Aktien findet, wie man die richtigen Aktien auch auswertet. Ja, und das hast du natürlich bei Luxusuhren nicht. Und ansonsten, ja, muss ich ganz klar sagen, mit einem zwinkenden Smiley, mir fällt sonst nichts ein. Ja? Also was gibt es sonst noch für Nachteile bei Aktien? Ja? Wenig. Wenn du es richtig machst und wenn du wirklich dir die Zeit nimmst und dich hinsetzt und eine Strategie hast und weißt, wie du die richtigen Aktien auswählst und du das Ganze auch machst, um dir was aufzubauen, ja? Vielleicht um dein Vermögen zu diversifizieren, um vielleicht dich vor der Inflation zu schützen, um irgendwann wirklich von deinem passiven Einkommen leben zu können, dann sind Aktien einfach 1A geeignet. Es liegt natürlich an dir, wie du das Ganze umsetzt. Wenn du wissen willst, wie das Ganze für dich am besten funktioniert, dass du auch sofort vernünftig in das Thema reinkommst, dann lade ich dich gerne ein auf ein kostenloses Erstgespräch unter www.mxrode.com. Klick da gerne drauf, schau dir das an, da kannst du dich nämlich dann eintragen. Dann sprechen wir einfach mal. Und wenn dir dieses Video mit dieser Thematik gefallen hat, dann hinterlass gerne ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Maxim. Bis dann.